So, ich bin endlich fertig mit den ganzen Handeln. Das Fleisch und Fisch und Kräutergemisch, da war ja doch eine ganze Menge. Aber jetzt wollte ich eigentlich erstmal die ganzen Sachen wieder wegschicken. Genau. Dann haben wir noch ein paar Goblins, die ausgezogen werden müssen. Glaube ich zumindest. Die Käfige unten werden neu rantransportiert, das ist gut. Aber ich denke mal nicht, dass die ganzen Käfigfallen reichen werden, wenn so eine richtige Invasion kommt. Das können ja teilweise 100 Goblins oder mehr werden. Da werden die paar Käfige hier nicht reichen. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Wir könnten das Ganze noch weiter ausbauen und hier unten nochmal so eine verschnörkelte Kurve machen. Also hier dicht mauern und dann da unten lang laufen lassen. Müssen wir gucken. So, dann hat sich der undemokratisch gewählte Führer der Miliz gemeldet und hätte gerne mehr Unterstützung. Die sollten wir ihm auch gewähren, denke ich mal. Das heißt, wir gucken jetzt mal hier unsere geschmeidigen Färbemittel. Die haben noch drei Plätze frei. Das können wir noch gleich mal machen. Das heißt, wir schnappen uns jetzt irgendeinen Howler. Den hier zum Beispiel. Und du bist jetzt kein. Ups. Du bist jetzt kein Howler mehr, du bist ein Grunt. Haben wir noch irgendwo einen Howler? Ja. Du bist jetzt auch kein Howler mehr, du bist auch ein Grunt. Es ist eigentlich ziemlich egal, wen ich jetzt nehme, denn die haben alle keinerlei Ausbildung. Und jetzt hätte ich gerne noch einen Howler, der keinen Namen hat, so wie der da. Denn ich habe noch einen Namen zu vergeben für einen Krieger. Und das wäre Nexus. So, und du bist auch kein Howler mehr, du bist auch ein Grunt. Jetzt gehen wir wieder in M auf die und wählen jetzt hier unsere neu gewählten Grunts aus. Die, die wir bereits im Trupp drin haben, tauchen hier rechts in der Liste nicht mehr auf. Also können wir einfach, ohne groß nachzudenken, einfach jeden Grunt da reinschmeißen. Da ist keiner, da ist keiner. Wir haben echt viele Zwerge. Und ich denke mal, jetzt, wo wir eine Baronie sind, und das heißt übrigens Baronie und nicht Baronei, keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Also jetzt, wo wir eine Baronie sind, dürften da auch noch mehr kommen, denke ich. Also auch, wir haben zwar das Cap gestellt auf irgendwie 55 waren das, glaube ich, aber durch bestimmte Ereignisse sind halt rein programmierte Migrantenwellen, wie zum Beispiel, wenn ein König kommt oder so. Das heißt, ja, wir werden noch mehr Zwerge bekommen. Aber gut, wir haben jetzt unseren 10er-Trupp Milizionäre. Da sollten wir demnächst, also wenn wir wirklich noch mehr Zwerge bekommen, noch einen 10er-Trupp machen mit Hammerzwergen. Das war ja so der Plan. Und wenn wir dann noch mehr Zwerge irgendwann bekommen sollten, dann kommt noch ein 10er-Trupp mit Scharfschützen dazu. Die könnten wir dann taktischerweise hier hinter irgendwelchen Fortifications verbarrikadieren, dass sie dann auf alle Goblins, die reinkommen, schießen. Das war so meine Standardtaktik in D20, da hat das echt super funktioniert. Aber inzwischen sind die Bolzen ein bisschen schwächer geworden. Das heißt, früher konnte man mit stinknormalen Knochenbolzen eigentlich alles niedermähen, was da ankommt. Inzwischen haben sie es etwas realistischer gemacht. Und ein Peregrin-Falke ist schon wieder wild geworden. Ja, das ist auch eine sehr wichtige Nachricht, weswegen gleich das Spiel pausiert werden muss. Echt komisch. Okay, wenn man irgendwann mal einen Drachen zähmt und der dann in einen wilden Status zurückverfällt, dann wäre es vielleicht eine wichtige Nachricht. Aber so? Na gut, wir haben hier aber gleich praktischerweise unsere ganzen Goblins, die wir eingefangen haben. Und das sind echt eine Menge. Die können wir dann auch gleich mal deponieren. Also B, J zu den anderen Goblins. X. Goblin-Käfig. Goblin-Käfig. Das ist auch so eine Sache, die ich wieder off-camera machen könnte. Aber so viele sind das ja nicht. So, das heißt, wir sollten theoretisch auch mal eine zweite Uniform anlegen mit den Holzwaffen, dass wir dann zwischen den beiden hin und her switchen können. Das heißt, wenn sie im wirklich aktiven Dienst sind, unsere Miliz, dann tragen sie halt die normale Rüstung und die Stahläxte. Und wenn sie nicht im Dienst sind und nur trainieren sollen, dann kriegen sie halt die Holzwaffen. Und dann schicken wir die in die Arena, bauen dann die ganzen Käfige auf, verbinden die mit dem Schalter und dann können die ein bisschen auf die Goblins einprügeln. Das dürfte echt super Training sein. Aber erstmal müssen die drei neuen eingezogen werden. Und wenigstens rudimentäres Kampftraining gehabt haben. Also Hex müsste die jetzt ja auch gleich anfangen zu drillen. So, es wird langsam ganz schön voll hier oben. Und alles voller Goblins.
Ich glaube aber, selbst wenn die entkommen würden, die würden, glaube ich, keine Waffen aufheben und uns dann angreifen. Bin ich mir aber nicht sicher. Also wäre natürlich cool, wenn die jetzt so einen Gefängnisaufstand planen würden, aus den Käfigen ausbrechen, zu unserer Waffenkammer laufen, zu unserer Rüstungskammer, und dann mit Stahlexten und Stahlbrustpanzern auf uns losgehen würden. Aber ich denke nicht. So, das müssten jetzt alle gewesen sein. Gucken wir mal, ob die Zwerge da irgendwas übrig lassen. Oh, stimmt, wir haben nur einen Zwerg, der für Tiere zuständig ist. Das müsste jetzt Knuddelmus sein. Nee, das ist ein Kind. Warum auch immer ein Kind die Käfige mit den Goblins trägt. Ah, jetzt kommen ein paar mehr, die tragen helfen. Na gut, dann machen wir also es doch nicht nur die Trainer. So, haben wir. Nee, wir haben jetzt hier keinen Stockpile zum Dumpen. Wir haben jetzt nur den unten bei der Müllpresse. Das heißt, den unten bei der Müllpresse müssen wir jetzt deaktivieren. Wo war die Müllpresse? Da war die Müllpresse. Da drücken wir A. Was liegt denn da schon alles so Schönes auf dem Boden? Wahrscheinlich die Sachen von den anderen Goblins. Oh ja, eine ganze Menge. Na gut, die Brücke ist jetzt ausgefahren. Dann können wir das Ding doch aktiv lassen. Müssen wir halt nur später daran denken, dass wir nicht aus Versehen den Schalter drücken und das ganze schöne Loot zerstören. So, alle Goblins links sind weg. Das heißt, wir können jetzt hier DBC machen für Claim. Gehen da einmal rüber. Dann machen wir DBD und gehen nochmal rüber. Und jetzt müssten wieder Dutzende von Zwergen ankommen und alles da rausnehmen. Ja, schaut doch gut aus. Ist unsere Miliz gerade im aktiven Dienst? Ja, doch. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der Namenlose organisiert eine Ausweichdemonstration und Hex organisiert eine Rüstungsdemonstration. Das ist doch gut. Und Swatoblook trainiert alleine, warum auch immer. Oh. Und Webster hat auch eine Ausweichdemonstration? Ah, sehr komisch. Also ja, wir haben momentan gerade drei Lehrer und sieben Leute, die darauf warten, dass irgendjemand irgendwem irgendwas beibringt. Das ist auch sehr sinnvoll. Aber gut. Oh, ich sehe gerade, unser Stockpile hier unten ist tierisch überfüllt. Und apropos Stockpile, da habe ich ja auch einen großen Fehler gemacht. Wir hatten hier irgendwo dieses Riesending, wo wir die ganzen Steine gelagert haben, aber das habe ich in ganz viele kleine Stockpiles unterteilt, damit wir halt mehr Wheelbarrows benutzen können. Und jetzt habe ich nur bei dem einen gesagt, dass da nur Granit reinkommt. Das heißt, wir machen einfach mal hier alles weg. So. Dann müsste das Granit ja eigentlich jetzt hierher gebracht werden, denn dieser Stockpile ist nur für Granit. Gut. Dann haben wir hier unsere Masons Workshops. Das heißt, wir gehen jetzt von dem Stockpile aus. Geh dich und geh dich. Und dann müsste das Ganze hoffentlich gefixt sein. Weil wir hatten ja zwischendurch auch wieder diese orangenen Steinblöcke, mit denen ich ja gar nichts anfangen kann. Weil ich halt den falschen Stockpile unten ausgewählt hatte. So, dann dürfte das rote Zeug hierhin gebracht werden und das orangene dahin. So, da wäre ich wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung. Also das orangene Zeug müsste hierher gebracht werden und von dem Stockpile dürfte dann eigentlich nur die Mechaniker beliefert werden und die Crafts Dwarfs Workshops. Also die vier hier und die beiden hier oben. Die hier dürften nur. Die dürften gar nicht beliefert werden von irgendeinem besonderen Stockpile. Die nehmen sich einfach die Stoffe und die Ledersachen, so wie sie es halt gerade brauchen. So, gucken wir mal, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Also mit dem Granittransport scheint noch nicht so wirklich gut zu funktionieren. Ja, die transportieren erstmal die ganzen orangen und roten Blöcke. Schade, schade. Na gut, was haben wir noch? Wir haben bestimmt ein neues Mandat. Oh. Und er hat jetzt auch einen ganz neuen Titel dazu bekommen.
Also einmal ist er ja Major, also Bürgermeister. Und er ist Baron. Aber warum steht denn da nicht a Baron, sondern a Baronie? Das wäre jetzt eigentlich die Baronie. Also das ganze Umland und die Festung zusammen. Aber na gut, gucken wir, was er braucht. Er braucht einen Tomb. Ein Tomb ist eine Grabkammer, die schon für ihn reserviert ist, für den Fall, dass er sterben sollte. Muss auch etwas größer und prunkvoller sein als die Gräber, die wir unten haben. Und er will ein schöneres Büro und einen schöneren Dining Room. Na gut, und wir sollen zwei Crossbows machen. Die Crossbows sind ja kein Problem. Da hätten wir jetzt gerne Wutsch. Crossbows, zwei Stück. Kommt einfach auf die Liste, die er gleich selber abstempeln darf. Und Pause. Gehen wir runter zu unseren ganzen Gräbern und gucken, ob da irgendwo Platz ist für eine ordentliche Grabkammer. Wie machen wir das am besten? Also hier wollten wir unsere Massengräber quasi haben. Also wo die Särge einfach Fuß an Kopf stehen. Nun, wo kommen jetzt die richtigen Grabkammern hin? Davon brauchen wir auch nicht allzu viele. Und es sollte einigermaßen symmetrisch sein. Also mache ich, glaube ich, mal den ganzen Raum hier und den ganzen Raum hier zu einer Grabkammer. Ist zwar viel zu groß, aber besser zu groß als zu klein. Außerdem bekommen wir so Granit und Granit können wir eh in rauen Mengen gebrauchen. So, und das gleiche machen wir auch hier. Aber da machen wir noch keinen Zugang hin. Denn ich will erst, dass das möglichst schnell fertig wird, damit er nichts mehr zu meckern hat. So, haben wir doch noch Särge, die noch nicht in Benutzung sind. Nee, haben wir nicht. Also, Rock, Coffin, 20 Stück. So, oh, und Wooden Bins können wir auch noch gebrauchen. Aber das ist schon abgehakt. Was machen denn unsere Carpenter gerade? Der baut Wooden Bins, gut so. Der baut die Crossbows. Ja, läuft so weit, so gut. Und wir haben kein Granit mehr. Ja. Ich habe jetzt übrigens auch unsere Hauler, die den Miner-Job bekommen haben, umbenannt. Die heißen jetzt hier, mein Hauler, damit ich so ein bisschen auseinanderhalten kann. Und unsere Grunts machen jetzt gerade alle individuelle Combat Drills. Also die trainieren alle gerade alleine. Na ja, auch komisch. Aber gut. Bevor ich es jetzt vergesse, sollten wir ganz schnell hier unten die Sachen wieder claimen. Aber die scheinen ja noch recht beschäftigt mit dem ganzen Transport zu sein. Das ist ja auch irre viel Zeug. Also jeder Goblin trägt ja einmal die komplette Zivilkleidung, möchte ich sagen. Also Socken, Hose, Hemd und was es da noch so alles gibt. Und darüber dann noch die Panzerrüstung, die Kupferplatte und ich glaube auch noch Handschuhe und sowas alles. Dann noch die Waffen und ja. Es waren ja doch ein paar mehr Goblins, die wir da eingefangen haben. Also haben wir wieder schön was zum Tauschen. Was zwar nicht für unseren exportierten Wells zählt, aber ist ja auch okay. Und die Kupfersachen können wir einschmelzen. Apropos einschmelzen, ist die Karawane endlich weg? Nee, die Karawane ist noch da. Schade. Weil es ist ja immer ein bisschen nervig mit den Stockpiles, wenn die Karawane da ist. So, wir könnten auch mal ein bisschen die Bodenplatten hier ausarbeiten. Bevor die nächsten Pilze wachsen. Granitblöcke. Wir haben sehr viele Granitblöcke. Schön, schön. Oh, und wir haben sogar aus Porzellan Blöcke gebastelt. Hier. Ah ne, das sind Porzellan-Bricks. Ich hätte schwören können, ich hätte eben gerade Porzellan-Blocks irgendwo gesehen. Nö, habe ich wohl verguckt. So, Granit, Granit. Und schon haben wir nur noch 87 Granit. Es geht so flott. Und wir müssen richtig viele Bodenplatten setzen. So, wenn die gebaut sind, dann können wir auch die Zimmer gleich mal umstellen. Also die Betten hier rausnehmen und da drüben wieder hinlegen. Obwohl, vorher können wir auch gleich die Wände abreißen, oder? Aber das ist ja nicht ganz so wichtig. Das Wichtigste ist eigentlich das Training von den... Wo läufst du denn? Oh. Webster läuft raus, um sich zu säubern. Was ist das denn für ein komischer Zwerg? Der geht baden. Das geht ja gar nicht. Und der läuft richtig weit weg, um zu baden. Da. Ein bisschen Zwergendreck und Blut von irgendwelchen Goblins hat er sich gerade abgewaschen. Und das liegt jetzt hier auf dem Boden rum. Auch nicht schlecht. So,
Was mich aber darauf bringt, wir brauchen unbedingt eine unterirdische Quelle. Also irgendeinen Wasserzugang für genau solche Sachen. Aber bis dahin designieren wir einfach mal diesen Bereich hier als Water Source. Das heißt, wenn Sie irgendwas machen müssen an Reinigung oder Flüssigkeit für irgendwelche Kranken holen, dann machen Sie es bitte schön hier und laufen nicht ganz oben, ganz weit weg. Dazu müssen wir noch auf O gehen, auf Set Orders. Da könnte man hier irgendwo einstellen, dass Sie nur das Wasser aus dem Bereich hier nehmen. Es müsste irgendwo mit Zonen sein. Genau, Activity Zone Orders. Drücken wir mal Z. Und dann machen wir D und F. Zone Only Drinking und Zone Only Fishing. Das heißt, sie trinken und fischen nur in den Bereichen, die wir vorher als Water Source definiert haben. So. Oh, und wo wir gerade dabei sind. Ich hätte noch gerne eine neue Straße. Und zwar hier das ganze Stück. Da brauchen wir auch nur 8 Blöcke, das ist soweit gut. Gleich das nächste Stück darunter. So. Und wo wir gerade dabei sind, da auch noch hin. So. Jetzt müsste es mit dem Platz auch wieder hinhauen, weil die ganzen Granitblöcke alle verbaut werden. Und wir haben nur 17 Arbeitslose. Das ist doch ganz okay. Wenn man mal so die letzten Folgen sich anguckt, wo das teilweise 30 waren. Ist der Goblin jetzt nackig? Ja, schaut gut aus. D, B, C. Und jetzt kommen alle Zwerge wieder und holen das ganze Zeug von hier ab und packen das in die entsprechenden Stockpiles. Oh, und die Grabkammer oben ist fast fertig. Sehr schön. Dann brauchen wir da eine Tür. Und wir brauchen da einen Sarg. Und das reicht eigentlich schon. Allein durch die Größe des Raumes müsste das jetzt schon wichtig genug sein. Aber er braucht ja noch ein besseres Arbeitszimmer, war das, oder? Ein Dining Room und ein Office. Das heißt, die beiden Räume hier. Oh, warum wurde das nicht gesetzt? Hm. Und wie machen wir die besser? Da brauchen wir doch einfach mal ein paar Rock Statues. Also einfache Statuen. Das ist eine recht gute Möglichkeit, um den Wert eines Raumes zu erhöhen. Einfach alles voll mit Statuen klatschen. Aber gut. Das soll erstmal für diese Folge reichen und wir sehen uns gleich wieder.